Per irgendwie schicken. Ja. So. Herzlich willkommen hier bei Chicken Ranch, wenn ich Six so live angezockt. So, da unten ist nur Credits hier, weiß ich nicht, Weltrangliste oder was. Weiß ich überhaupt. Also Sprache. Gut, aber hier muss man jetzt zuerst einstellen, sonst funktioniert das nicht mit der Steuerung. So, jetzt aber. Schon nehme ich eben nämlich nicht zielen. Keine Ahnung, warum das so ist. Zielgeschwindigkeit, hier, machen wir mal. Also jetzt klappt es auch hier mal. So, bei ihm konnte ich gar nichts machen. Gott verdammt Scheiße, ey. So. So ist die okay, ne? Ein bisschen schneller. So ist eigentlich genau richtig. Alles klar. So, hier gibt noch Bonus-Speil. Bonus-Speil, vor allem Bonus-Spiel. Das war anders, da hüpft man in der Luft rum. So, erstmal normal spielen. So, hier hat man 15 Welten zur Auswahl. Aber erst muss man eins packen. Brauchen wir ungefähr so 15.000 Punkte. Für die ersten Welt zu packen, muss man immer nur mit Punkten das dann machen. Also immer nur jetzt die Hühnchen abknallen. So, die kommen, die schicken Hühnchen, die rennen jetzt da rum. Und dann schmeißen die auch mit ihren selbstgelegten frischen Eiern herum. Und dann ist der Bildschirm irgendwann gelb, durch Eigelb. Und dann brauchen wir hier unten, da kann man auch während der Waffen aus, man kann jetzt, während der Waffe kann man raussuchen. Da so ein Spray, dann kann man ab und zu mal das Eigelb wegmachen. Na gut, jetzt hat man hier mehrere Waffen, die muss man freischalten. So, drei kann man holen, alles klar, so tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, kein Klopski, wie soll, so, dann geht halt los. So viel kann man, muss man nicht machen, hier, Ziel zurücksetzen, schießen, das war doch schon, Waffe wechseln. So, und jetzt rennen die halt hier durch den Bildschirm. Ab und zu kommt noch welche im Helikopter oder so, guck ich, schmeiß die schon mit Eier. So. Dann wäre doch am besten, man verbraucht jetzt, also, dass man sie auch genau trifft. Da, wie man sieht, man hat doch Munition für die Waffen. Ja, Trophäen, es gibt kein Platz hier. Aber sonst ist auf jeden Fall nur in Ordnung im Spiel, ich finde witzig. So, hören wir mal hier mal das Spray. So, kann man ab und zu mal wegmachen. Maschinengewehr, so, tschüss. Okay. So, am besten bleibt man hier in der Mitte immer. Ja. Oh, ey. Dann natürlich später sieht man nichts, man kann aber trotzdem durch die gelben Matschflecken, Eierflecken kann man trotzdem durchschießen, aber da sieht man ja nichts. So, hören wir mal, hier die AK 47. Ha, ein Schuss, oder? Zwei Schuss, ah, okay. Ha. So, da gibt es ja noch verschiedene, Hühner, also wie gesagt, da fliegen noch welche im Helikoptern rum, da gibt es, was weiß ich nicht, aber es Polizisten noch welche und so, keine Ahnung. Die schießen schon nicht nach. So. Ja, zwischendurch ganz okay. Ich glaube, das hätte auch nur 1 Euro oder so gekostet beim Angebot, aber so 1 Euro. Komm, was soll für Just for Fun, wäre cooler, wenn das hier mit der Lichtpistole geht. Ich will ja aus Amerika, mit meinem Account will ich ja Crosskiller oder sowas holen. Das ist auch so ein Lichtpistolen-Shooter. Aber kann man mit Controller spielen. Nur Voyage of the Dead, da brauchen wir echt die mit Lichtpistole. Die Mars, was weiß ich nicht, ja, weil, keine Ahnung, ey. Komm mal, die Lichtpistole dafür hätte ich auch gerne, aber, naja, ist mir nicht gegönnt, was. Denn für den USA kann man brauchen US-Dollar, PSN-Karten, okay. Das ist ein bisschen schwieriger, die zu kriegen. So, na gut, egal. Schön früher Lichtpistolen-Shooter wie Crypt Killer oder so. Das war noch cool, plötzlich nice. So, mal gucken, ob ich jetzt hier 50.000 Punkte überhaupt gekriegt habe. Der Treffergenauigkeit, die Zeit. Obwohl ich jetzt noch hier mich verquatscht habe, war ich jetzt besser als wie gestern, ey, wo ich dann Level 2 mal gemacht habe. Na, okay, so weiter. So, und dann macht man halt so halt die Dinger hier frei. Und, ja, warte noch quasi. Ich weiß nicht, ob man alles am einen Tag machen muss, aber. Ja. Ist schon so in Ordnung. Wie gesagt, gibt ja noch immer andere Hintergründe hier. Halt, ja, toll. Am besten die, weil Revolver ist zu langsam. Ach mein Gott, für aus dem kläglichen Frust des Alltags abends zum rauszukommen, hier so ein paar Dreckshühner abzuknallen, die Afro-Hühner an den Polizisten und den Schutzfest an, oder so. Ich dachte, das wäre ein Afro oder was?
Ja, cool, best Spiel der Welt. Ich knall ich nochmal ab als Geist. Leck, ich schreck da. So. So, wie gesagt, wir schnell hier wechseln. Spray, aber da hat man fast keine Zeit, wenn man dann noch hier die Wichser abknallen will, Ich weiß nicht, ob die irgendwann hier abhauen oder wieder zurückkommen. Ja, also die rennen nur ein oder zwei Mal durch den Bildschirm, danach nicht mehr. Einmal hin und hier zurück. Deswegen muss man die jetzt halt abknallen halt. Schlischof, Gibt das Hühner zu das See, cool. Hühnerdöner. Ja, Hähnchendöner. Ja, super cool. Oder könnte ich hier hinter dem Eigelb verstecken? Ich glaube, ich kann auch durchschießen. Ja gut, ich kann durchschießen. Alles klar. Ich sehe dann nur irgendwann nichts mehr. Alles egal. Sollen wir ein bisschen mal Zico sehen laufen? Kleine Ninjas da, ey. Schnitzerluft. Schöne Hähnchen. Ah, oh, wäre schön. Jetzt am schönen lecker Brathähnchen. Ah, oh, am Grill vom Hähnchen. Oh. Jetzt krieg ich hier mal. Da. Machen wir doch mal besser mal hier nochmal was weg. Okay, geht manchmal gar nicht. Ah, wie ist das so? Hey. Raketenwerfer wird dann bestimmt später lustig, ey. So. Ah, hier ist noch Munitionskisten, gibt es auch noch. So, da war dann eigentlich das Spielprinzip. Irgendeine andere Hintergründe. So, dann zeige ich hier nachher noch ein Bonusspiel. Ich glaube, wie Game Over waren wir jetzt? Keine Ahnung, was da war. Wo hab ich das gewonnen? Hast du die Brust angehört? Keine Ahnung. Ja. Komisch. Ah, doch, sogar gepackt. Also, da geht die Zeit irgendwann weg und dann, ja. Da muss man hier, ja. Man kriegt immer ein Ei halt. Erst dann, wenn man gepackt hat, klar, wechselt der nächste Level. Also man kann bei jedes Mal, wenn man Level packt, kommt der nächste. Man muss dann nicht was besser machen oder so. Aber für den Trophäe oder was muss man alle 15 Level hier mit 3 Eier machen. Also gibt es 3 Eier. Und so gut muss man erstmal sein. Also niemals daneben schießen. Munition sparen, schnell machen. Am besten nur Kopfschüsse oder was, wenn es überhaupt geht. Ja, wahrscheinlich nur später mit besseren Waffen, wo man echt mit einem Schuss dann noch trifft. Tot ist der Hühnchen. So, dann halt hier die anderen Levels. Das ist noch cool gemacht, gibt immer was anderes. Ja. Dann zeige ich jetzt noch ein Bonusspiel. Aber keine Ahnung, das ist ein Handygame. Wahrscheinlich gibt es auch als Handygame auch. So, gerade hier Kipp aus, hi. Text Kipp. So. Flieg los, aber nicht in die Zäune. Ja, wie Teddy Tackleball. Flieg los, kleiner Vogel. Flieg los. So, also man kann jetzt nur X drücken, sonst nichts. Gut, kann ich mit einer Hand spielen, Gott sei Dank. So. Der wird auch immer irgendwann schneller nach jedem Durchgang. Ich hatte mal bis 14 gepackt. 14. Das alte Pfötzchen von der Ursula. So, ja. Du musst mal hier springen. Ich glaube, das hier gibt echt das Handygame, gibt echt hier so mehrere hier so Dinger. Auch mit One Piece auch. So, wird doch mal schneller, da muss man aufpassen hier, dass wir nicht dagegen kommen. Gucken, wer ich komme diesmal. Oh ne, ich bin konzentriert, oh ne, scheiße. Oh nein! So, wie gesagt, wird irgendwann noch immer schneller. Da muss man aufpassen, wenn man runtergeht. So, weil wir schon jetzt ein paar Mal drücken. Muss man sich ein paar Mal eindrücken. Doch, Mann, ey. Schon nichts gegönnt, ey. Na, schade, okay, gut, erste Mal halt. Packen, packen kann man wahrscheinlich eh nicht. Ich weiß gar nicht, wie weit das geht. Wahrscheinlich unendlich. Ja, komm, einmal Marsch noch, Arschloch. Boah, gut, alles klar. So, naja, okay, so für zwischendurch, Spiel ganz okay. Witzig gemacht, was soll's, kommt für 1 Euro, ey. So, macht auf jeden Fall noch Spaß.
für ein paar Hühnchen mal abzuknallen, die man leider später nicht essen kann, schade. Ja, ganz okay. So, mit Damen verabschiede ich mich, hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, einfach mal bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen und Tschüssi.